Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Cave. Wir sind ganz am Anfang, immer noch, im Tutorial. Ja, den Gewässern da drüben entstiegen, sage ich jetzt mal. Und unser weiterer Weg wird von diesem Stein auf uns versperrt. Also wir schauen uns erstmal um. Sehr viel gibt es hier nicht zu entdecken. Außer einer Kiste mit Dynamit. Ja, und das macht man natürlich mit einer Kiste mit Dynamit. Richtig. Boom. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Excalibur. Oh, den kenne ich doch. Den kenne ich doch. Das ist doch der Ritter, den wir am Anfang hätten auswählen können. Okay. Schauen wir mal weiter. Sammeln. Na komm, du schaffst das. Sack of Cash. Und das ist doch die Wissenschaftlerin. Okay, anscheinend kriegen wir hier so irgendwelche Items von den anderen Charakteren, die wir am Anfang nicht ausgewählt haben. Dann fehlen uns ja nur noch drei Türen gezwungen. Noch ein Gegenstand. Okay. Na, den schnappen wir uns auch noch schnell. So, komm. Oh, bin ich mit Schwert. Ich kann leider nicht hinlaufen. Was schon was. Erst mit den Typen hier durchschleusen. Und dann Greatest Employee of All Time. Das ist der Zeitreisende. Definitiv. Definitiv. Okay. Jetzt haben wir noch drei Trinkets. Wie geht's weiter? Das sieht cool aus. Mit dem Schwert. Ach, wir sind wieder am Anfang. Okay, also hier, was wir gerade machen. Der klärt ja interessant. Okay. Was wir gerade machen, ist, die bringen die Trinkets kurz zum Typen zurück und dann. Naja, geht das Spiel los, würde ich sagen. Würde ich hoffen. Ich finde den Giftschatten immer noch lustig. Souvenir. Well, that's one trinket. A far cry from three trinkets. Nee. Ah, trinket numero two. Maybe I didn't pay attention during math class, but two is less than three. Ah, the third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Oh, right. Sorry. Okay. Cave Tool. Limited Liability Waiver for the Cave. Branching the Cave, bla bla bla. Whether real features. Oh. Also, wir verpflichten uns quasi, dass wir. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Moment, das war auch die andere Gruppe, oder? Oder war es nicht? Ich weiß es nicht. Ja genau, wir haben auf jegliche Ansprüche anscheinend gerade eben verzichtet, indem wir die Höhle betreten haben und wir kommen für alle Schäden auf etc. etc. Scheint mir ein Nebelvertrag zu sein. Oder zweite Teil. Well, not so cute after all. Es könnte ins Auge gehen. Na komm, meine kleinen Zwillinge. Was?
Ich hab gar nichts gemacht. Oh, wir können anscheinend nicht so tief fallen. So, was haben wir jetzt? Eine Kiste. Mal schauen, ob es klappt. Jo. Na, klappt doch wunderbar. Alle mir noch? Okay, oh. Entschuldigung. Offensichtlich müssen alle drei Charaktere hier draufstehen. Oder vier. Na, es sind nur zwei halbe Charaktere. Cave-Tool. Überlebst du das? Nope. Ich glaub fast, das Level ist nur für den Ritter. Schau mal. Ist irgendwie. Ja. Quatsch. Vielleicht Feuer. Auch nicht. Na gut. Okay, das Level ist anscheinend. Das Level des Ritters. Jeder Charakter hat hier sein eigenes Level, sag ich jetzt mal. Und dazu gibt es noch die Level, die für alle Charaktere sind. Das heißt, wir suchen jetzt entweder ein Level, das für alle zugänglich ist. Oder, naja, unsere drei Level. Das für den Mönch, für die Archäologin und für die zwei Zwillinge. Ach, schön ausgeschildert. Oh, kann man tauchen? Oh. Okay, anscheinend können wir auch ertrinken. Das scheint auch nicht unser Level gewesen zu sein. Ja, machen wir nochmal weiter. Oh, zwei Schalter. Just because you can pull a lever doesn't mean you should. Our intrepid trio may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I've played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know an omen when I see it. Trust me, this is ominous. Ominous? Ominous. Yeah, no. Yeah, yeah, yeah. Ominous. Oh, never mind. Okay, jetzt sind wir. Was ist die Telefonzelle? Was macht die Telefonzelle? Jetzt sind wir relativ am Anfang der. Von der okay, hier komme ich überhaupt nicht weiter. Was soll denn das? Okay. Runter mit dem Seil. Runter mit der Leiter. Aha, da geht's auch nicht weiter. Who are you? Was it you that caused that cave-in? I know it was. Now my three mine cars is trapped in these caverns and caves. You'll bring those mine cars back if you know what's good for you. Maybe this dynamite will convince you. I need all three of those mine cars back, you hear? Ha ha ha! I got plenty more dynamite where this came from. Whoa. How am I supposed to bust through those cave-ins? I need my stuff! Ah. Give me my stuff, I need it! Who are you anyway? Well, you know what they say. It wasn't the prospectors who made all the money. It was the merchants who sold blood pressure medication. Okay. Also hier ein Eimer. Jetzt haben wir einen Eimer mit Wasser. Wow, cool. Was machen wir mit einem Eimer mit Wasser? Naja, ich habe mir Folgendes gedacht. Wir können doch bestimmt dieses Dynamit löschen. Irgendwie. Bring back my mine cars, then get out of my mine. Du kannst ja mal entscheiden. Dag Nabbit! Frizzle, 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 Frizzle! Are you still here? You get me those gall darn mine cars! Oh, der flucht aber viel.
Okay, jetzt haben wir eine Stange mit Dynamit. Ja, ich glaube, jetzt können wir mal den Gang hier oben freispringen. Ich hoffe, das ist richtig. Zack. Funktioniere. Ach, scheiße. Da wurde zu nah dran. Na gut. Ja, hat funktioniert. Ach, das ist schön. Was ist denn das jetzt? Sniff. So, the old miner's instincts were right. There is a mine car trapped back here. He may have overreacted a bit, but at a certain age, you've got to do something that gets you up in the morning. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. So, jetzt das dritte schon? Didn't work quite as... Ja, hat er wohl überlebt. Und die gucken auch schon so böse. Oder so. Ja, was soll man machen? Oh ja, komm. Hält es da? Oh nein. Ja, ja, stopp. Oh, jetzt muss ich wohl wieder hochziehen oder was? Ich hab jetzt Hilfe. Genau, viele Rätsel oder die meisten Rätsel sogar müssen wir anscheinend oder offensichtlich, muss ich wohl eher sagen, mit mehreren Charakteren lösen. Das heißt, ich muss den Mönch, da würde ich dieses Minecart hier hochziehen. Die Lore. Ich glaube, die hält nicht, wenn ich sie schieb. Und ist auch so. Ja, na wunderbar. Das wäre es einfach stehen. Wo ist es? Ausgezeichnet. Kann ich mitfahren? Lass mich mit. Gold! I thought you was gone for good. Time to get down to some serious hoarding. Okay, wir haben das erste Minecart. Keine Ahnung, wie viele wir finden müssen. Ich hoffe mal nicht zu viele. Aber ich schätze jetzt einfach mal, wir müssen jeden Gang einmal durch. Muss zwei oder drei. Oh, da ist immer noch was drin. Sehr schön. Okay. I ain't gonna tell you again. Get me my three mine cars. Okay, I will tell you again. Get me my three mine cars. Der hat definitiv Probleme. Nennen wir es Probleme. Moment, da war ich doch schon. Wo ist der nächste Schacht? Da waren noch mehrere Schächte. Doch, da waren mehrere Schächte. Aber da ist kein Schacht. Da ist nichts zum Sprengen. War der weiter hinten? Na schon. Und hier? Jo, der war hier. Ein Zeichen. So, zwei drücken. Was ist denn das? Oh, das arbeitet anscheinend mit Gewichten. Und das Essen drin. Aber erstmal klar, jetzt dieses, das Mönchszeichen. Zack. The Young Apprentice. Das sieht das süß aus. Sieht irgendwie aus wie, nächste Kinder sehen. Ah. Okay,
Okay, wir müssen es irgendwie da unten halten. Ach, niemand hat es einfach noch gehabt. Muss ich mit der jetzt wirklich von da zurücklaufen? Ach, Scheiben. Jetzt müsste so ein Charakter-Teleportier-Dich-Button geben. Oder so ähnlich. Ich hätte auch die Zwillinge nehmen können, fällt mir ein. Die machen so gar nichts, gefühlt. Egal. So, mein Karten nehmen. So. Das irgendwie. Scheiße. Scheibe, wollte ich sagen. Noch ein Stück, noch ein Stück. Aber hier ist drauf, geht es wieder zu schwer. Dann brauchen wir euch auch noch. Machen wir's. Genau. Na wunderbar. Und jetzt. So. Ach scheiße. Daran hätte ich denken sollen. Das heißt, ihr geht jetzt hier rüber. Dann schnappen wir uns mit dir dieses Idylle. Verdammt! Ich wollte sagen, wir schnappen uns mit dir jetzt die Lore. Einfach runterschieben können wir sie nicht. Geil. Ah, 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 aber ihr könnt es. Okay. Drauf. Dann hier wieder Gewicht drauf. Man sieht, dass die Lore genauso schwer ist, also exakt genauso schwer ist wie zwei Leute. Wie eine Person, nicht zwei Leute. Ja, okay, ich schaff's. My vittles! Feller can build up a powerful hunger down here. I'm gonna roast me up some canaries. Now see here, I still needs me my last minecart, Dagnabbit. Dagnabbit. Okay, das heißt, zwei haben wir. Eins fehlt noch. Die haben es irgendwie wegen der Zahl 3, habe ich so das Gefühl. Wir hatten hier drei Helden, aber drei Protagonisten. Wir hatten drei Souvenirs und jetzt die drei Minecarts. Okay, also wie gehabt. Ach scheiße. Oh doch, hat geklappt. Wie gehabt, einmal mit Wasser. Dynamit. Now you gotta make it good. I've been down here so long, I just want my stuff back. Okay, der letzte Eingang war wahrscheinlich ganz oben. Also ich tippe das jetzt einfach mal, weil hier ist ja keiner mehr. Wo ist denn der? Ah, da. Okay. Und hier ist der letzte Eingang. Hoffe ich. Ah, drei Minecarts müsste der letzte sein. Oh, oh, oh. Noch ein Ank. Hogging all the fame. Ah. Die ist ziemlich egozentrisch. Die Kinder sind böse, sie ist egozentrisch. Ja, jetzt fehlt mir dann nicht. Mal schauen, was der so macht.
Oh, ich kann mitfahren. Cool. Nein. Ach, scheiße. Mann. Da ist definitiv ein Hebel. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich brauche noch ein Item. Irgendwas mit dem Hebel zu betätigen. Da war doch... War da nicht eine Schaufel noch? Probieren geht über Studieren. Ich sag, da unten ist eine Schaufel. Schauen wir mal, ob es stimmt. So. Einer. Ich hab's nicht aufgehoben. There comes a time in a man's life when he needs his three mine cars back, and that time is now. So ein Schlaf. I've had just about enough of not having my mine cars. Der hat von selbst in den Eimer geworfen. Interessant. So, jetzt müssen wir mit der Schaufel ganz nach oben. Die klettert auch interessant mit einer Hand. Naja. Egal. Okay. Auf zum Schalter. Na los. Hab ich schon gesagt, dass ich gerne einen Rennen-Button hätte? Ne, das war hier. Ich noch weiter hoch. Okay. Und einer darf anschieben. Yeah! Yeah! So, jetzt kam hier irgendwo der Hebel hier. Zack! Na, ja, ist ja wie Achterbahn. Und wir sind da. Here it is, my special empty mine car. A miner can't have enough empty mine cars. Oh, look at that. Those mine cars meant the world to that old guy. Maybe a reward is in order, hmm? Rest down the block. Oh, hell! My gold! Come back, gold! The miner wasn't such a bad guy. He was down here a long time, and that'll take its toll. Obtaining the thing you desire most isn't always as hard as it's made out to be, but it will change you. And that, my friends, is what's hard. Okay. Yay, wir haben eine... Now, what of the adventurer? She and her partners are on the cusp of the greatest archaeological find of her career, but the priceless sarcophagus she seeks may never make it out of that pyramid. And neither may her companions. But at this point in our story, that should surprise no one. Also, offensichtlich. Oh, kann ich so lang tauchen? Ich kann nicht so lang tauchen. Scheiße. Offensichtlich sind wir jetzt am ersten. Im ersten. Oh, wie sage ich denn? Im Level unseres ersten Charakters. Das wollte ich sagen. Im Level des Archäologen. Aber das machen wir nicht heute. Wir haben jetzt quasi ein Level geschafft. Es kommen noch viele weitere. Und wie gesagt, wie bereits in der letzten Folge und in jeder Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.